Willkommen zu Gammag, der Game Show. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns hier mal hin und reden ein bisschen über die Spiele, die uns so gefallen. Und Spiele! Hey. Ja, Spiele! Und fangen an mit den Spielen, die uns in unserer Kindheit geprägt haben. Und da haben wir. Und unseren aktuellen Top-Titel. Der Zettel liegt übrigens da hinten. Wäre cool, wenn wir uns das mal vorstellen würden. Ach so, ja, gut. Ich dachte, wir könnten die Namen unten einblenden. Alles aber unten. Also in etwa hier. Ja, ist aber unhöflich, wenn man. Na gut, ja, gut. Ich bin der JJ. Harry? Frank. Guten Tag. So, fangen wir mit denen an, die uns in unserer Kindheit geprägt haben mit den Spielen. Da haben wir zum einen Assassin's Creed, die okay, ganze Reihe von dem Kollegen hier. Myst von mir und Age of Empires von JJ. Ja, einfach draufklicken und ihr kommt auf die Videos. Und nun zu den Spielen, die wir akut gerade spielen. Und zwar jeder für sich, würde ich mal sagen. Jo, ich spiele gerade momentan das schwerste Motherfucker-Arschgeigen-Rollenspiel, das es so auf dem Markt gibt. Das ist halt Dark Souls. Ich, ja. Ja, du. Ja. Mein Spiel ist leider nicht so schwer wie dein, aber dafür ist es endgeil. Far Cry 3. Ja. Sehr schön. Und ich spiele gerade Borderlands. Hipster. Ja, wir auch. Gut, dass wir da was zu diskutieren haben. Ja. Also, wir freuen uns. Dark Souls, Far Cry, Borderlands. 3. Und Borderlands 2, ja. Alles klar. Ja, mein Lieblingsspiel für zwischendurch sind meistens so Fun-Rennspiele und in dem Fall ist irgendwie das Beste, was ich bisher gespielt habe, Burnout Paradise. Das ist wirklich geil, kann ich sagen. Bei mir ist das allgemein die ganze Rayman-Reihe, allein so Jump'n'Run, das ist einfach, das ist meine Abwechslung, hammergeil. Ja, da ich sehr viel in der Universität hocke und dann halt mir oft langweilig ist bei den schlechten Professoren, spiele ich ganz viel auf meinem Handy Tower Defense und das auch gerne mal zu Hause. Und da ist mein Beispiel für heute Ox Must Die 1 und 2. Ja, das war unsere kleine Diskussionsrunde hier im mega kleinen Kreis. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr keins der anderen Videos geguckt habt, unten in der Beschreibung sind nochmal alle neuen verlinkt. Ja, oder ihr fangt das Video einfach nochmal neu an. Oder guckt das ganz anderes. Ja, wenn das, ja, ja klar, wenn es keinen Bock macht, dann. Wenn ihr es mögt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es nicht mögt, halt nach unten. Flammt uns nicht zu, wir wollen wissen, dass wir verbessern können und nicht. Dass ihr uns nicht leiden könnt. Dass wir uns denken. Cool sind oder so, ja. Ja, na dann. Bis dann. Ciao, ciao. Haut da.